Hallo rüber, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam, nicht Erkundungsteam, Portale in die Unendlichkeit. Wir müssen immer noch Strepoli und... Hey, mein Sound ist so laut, Moment. So. Jetzt dürfte besser sein. Wieso habe ich die Karte nicht an? Ich will die Karte haben. Danke. Gewissheit. So, hier haben wir was. Plosivsamen, okay. Macht 20 Damage, war das, ne? Noch ein Heilsamen, okay. Ich glaube, wir machen sogar noch die komplette Ebene hier. Einmal, um zu sehen, yo. Ein bisschen zu leveln und so weiter. Ein bisschen Items vielleicht zu finden. Komm. Das hält ja so viel aus, ne? Och. Danke. Level up. Nice. Teddy ist 9. Neue Attacke. Okay, sehr schön. Schnüffler. Jetzt gehen wir in Flucht wieder zurück und mach Geister-Pokémon. Aha. Nee. Nee. Nicht unbedingt nötig. Kann ich... Wieso kann ich das denn nicht irgendwie überspringen, ey? Das ist so... Das ist schneller. Also schneller durchscrollen, sag ich jetzt mal hier. Lebensula ist erloschen. Oh, hallo. Fadenschuss. Was macht der Teddy, wenn ich zu langsam bin? What the fuck? Und Level up. Nice. Neue Attacke? Nein, auch nicht, ey. Oh, Mann. Da ist der Text einfach zu langsam eingestellt. Muss ich den irgendwie mal höher stellen oder so? Geht das? Ach komm jetzt hier. Du hast doch nicht mehr viel, komm. Danke. Hier ist nichts mehr, okay. Moment. Nenn ich Items. Anderes. Textprotokoll? Nee. Antreffbare Pokémon. Oh, cool. Einstellungen. Aha, Raster. Tempo schnell. Zielausrichtung, ja. Animation weglassen, nein. Karte oben. Mach das mal an, übrigens. Ist jetzt auch hier die Karte? Ja, jetzt sehe ich auch hier die Karte. Ich weiß gar nicht, ob ich das so geil finde. Ich lasse es einfach mal ein bisschen an. Damit ich hier... Also die Karte unten ist halt bei mir echt arschklein. Das ist halt... Klein des Todes, ey. So, ich weiß, bei euch geht das eigentlich noch zu sehen ganz gut. Bei mir halt echt nicht. Also auch, aber... Sehr, sehr... Sehr, sehr klein. Das ist so mein Problem. Vielleicht mache ich es wieder aus, ich weiß es doch nicht. Aber gut, okay, ich mach's wieder aus, komm. Das sieht zu nervig aus. Karte oben aus. Ja. Umsehen, Boden, Pause, Attacken, Items, Statistik. Nee. Nichts Wichtiges. Ja, Leute, dann versuchen wir mal weiterzugehen, ne? Versuchen wir jetzt nochmal Strepoli und Zuruhex zu besiegen. Und... Was ist jetzt mit meinem Geld? Wann kriege ich es endlich? Ey, jetzt mach mich nicht so einen Stress. Du bist ganz schön ungeduldig. Ich suche es ja gerade. Komisch, wo ist es denn hin? Hey, willst du mich etwa um meine Kohle betrügen? Mach mal halblang. Soll das ein Witz sein? Habe ich jemals eine Abmachung gebrochen? Zurugex, Strepoli. Was, hier schon wieder? Ich habe jetzt nicht den Nerv, mich mit euch rumzuschlagen. Haut ab! Nein, das lassen wir nicht auf uns sitzen. Ja, ihr lasst uns keine Wahl. Dann müssen wir euch wohl nochmal eine Abreibe verpassen. Ja, los geht's. So, und ich glaube, ich switche jetzt. Was ist Gewissheit? Warte mal, was ist Gewissheit eigentlich für ein Attackentyp? Unlicht.
Ja, das ist nicht schlecht. Das ist jetzt sehr schlecht. Der Energiefokus macht doch... Erhöht eine Weile Wahrscheinlichkeit, Volltreffer zu landen. Komm, mal ein bisschen Silberblick, komm. Versuche ich es einfach mal. So, jetzt ist meine KP zum Beispiel sehr gesunken, aber ich habe keinen Dings mehr, ne? Heilsam, halt negativen, hä, halt Gift. Ja. Ja, und jetzt? Das ist halt unlucky, aber... Ah, Flank hat ihn besiegt. Also, Teddy hat ihn besiegt. Mann. Hätten wir Siedelbeeren gehabt. Ein paar eurer Items verloren. Ja, ist okay. Ah, das war wohl nichts. Ich kann eigentlich meine ganzen Items ablegen, oder? Außerdem Plosivsam vielleicht. Das ist nicht gut gelaufen. Ja, ich weiß. Ich muss irgendwie mal gucken, ob ich die Textgeschwindigkeit höher stellen kann oder so. Das ist echt arschkrass nervig. Items. Ablegen. Ja, komm, Top-Elixier brauchen wir nicht. Kann ich... Ja, ich kann markieren, okay. Ablegen. Geld. Ablegen. Alles. Info schließen, ja. Ach, Leute. Ups. Kann ich nochmal... Hallo. Ja. Das ist halt echt schwer. Wir machen halt auch irgendwie nicht wirklich Damage. So, das ist ein sehr, sehr großes Problem. Den hat heilsam aufgehoben, okay. Wow, hier war nichts. Das war gut. So ein guter Weg. Eine gute Runde gelaufen. Wir machen... Ja, komm, Gewissheit. Was? Gegen daneben! Wir können aus daneben gehen! Ich weiß auch nicht, was ich jetzt so erzählen soll oder so. Also, es ist halt arschschwer, Streboli und so zu besiegen, Zurückex und Streboli, weil die halt, also die machen halt echt krassen Damage und wir haben halt keinen krassen Damage. Auf mit einem Heuler. Heuler ist nicht nett. Ist der... Okay, Poke. Oh, fuck. Wollte eigentlich nicht... Noch nicht zu diesem Pokémon hingehen. Was haben wir hier? Stoppbauer habe ich aufgesammelt. Okay. Gehen wir mal hier lang. Da kommen wir nur hier unten wieder hin. Aber hier war noch ein Raum. Okay, aber hier ist kein Item. Schade. Es geht oben und links geht's noch. Rechts geht's noch lang. Okay. Treppe haben wir eh noch nicht gefunden, ne? What the fuck? Okay, wie denn jetzt gerade lang? Also rechts stelle ich mir nichts mehr vor. Also stelle ich mir nicht vor, dass da noch irgendwas ist. Doch. Treppe. Alles klar. Das habe ich jetzt... Das hätte ich nicht erwartet. Mal kurz so machen. Ja, Felino besiegt. Vielleicht kriegen wir noch ein Level up. Vielleicht lerne ich dann ja eine neue Attacke oder so. Warten wir hier nochmal. Komm. Kann man nach da unten gehen. Und Kratzer. Warum geht denn Floink nach da vorne? Nur weil er ein Pokémon gesehen hat, oder wie? Kommt. Ich mach das jetzt, bis ich Level 10 hab. Wie viel Leben ist dafür noch? Statistik. Doki. Bis zum nächsten Level 2. 244 Erfahrungspunkte. Ah, es ist noch viel, ne? Ich glaube, dann versuchen wir es gleich nochmal so. Auf Floink, dein Ernst. Ja, komm, versuchen wir es nochmal so. Und beim nächsten Mal hier durchgehen, wenn wir es jetzt verkacken, dann dürfen wir definitiv Level Up bekommen. Jetzt muss ich das alles nochmal anhören, ne? Oh.
Und ich muss gucken, ob es in den Haupteinstellungen irgendwie eine Einstellung gibt, um die Textgeschwindigkeit zu erhöhen, weil das halt arschlangsam ist. Und wenn man das öfter hören muss oder so, also so, wenn ich es vorlese oder so, ist es ja nicht das Problem. Weil dann kann es ja gern langsam sein. Ist ja nicht so schlimm. Aber so ist das halt echt nicht gut. So, wie mache ich das? Ich glaube, ich gehe jetzt ein nach da. Jetzt ein nach links, rechts, genau. Jetzt am besten erstmal auf Strepoli fokussieren. Oh, Silberblick ist nicht gut. Okay, Genauigkeit ist gesunken, das ist nicht gut. Was? Alter, what the fuck? Wir haben halt keine Chance. Es tut mir leid, Leute, dass der Part ist halt wahrscheinlich langweilig as fuck, weil es eigentlich nur das gleiche ist. Wir verkacken gegen Zurokex und Strepoli. Das ist doch, also, jetzt mal im Ernst. Habe ich einfach nur, habe ich Pech, dass ich halt Floink und Milzer habe, oder sind die einfach nur zu stark, so? Das kann ja natürlich auch sein, deswegen. Also, wisst ihr, wie ich das meine? Also, ich meine, es kann ja halt sein, dass die einfach zu stark programmiert wurden und ich deswegen hier gerade so verkacke. Aber es kann natürlich auch sein, dass ich einfach, dass Milzer und Floink halt gegen die beiden schlecht sind. So. Ein Flea-Orb, okay. Und ein Heilsam ist jetzt nicht so geil, aber naja. Aber meine Attacken gehen auch ziemlich oft daneben, ne? Merke ich gerade. Oder liegt das nur hier? Ups. Nein, noch nicht. Wenn wir die ganze Ebene angucken, vielleicht finden wir hier irgendwo noch einen Belebersamen oder so. Was halt einfach übel geil wäre. Belebersamen wäre schon schön. Alter. Ganz schön viele Pokémon hier. So hintereinander gleich. Brauchen Level-Up. Also das halt sowieso auch, ne? Level-Up wäre halt auch noch mega nice. Ich gehe mal einen hoch, so. Jetzt geh... Ne, jetzt geh ich einen runter. Und Floink dürfte Level, genau. Teddy hat ein Level-Up. Keine neue Attacke leider, aber KP sind nochmal um 3 gestiegen. Angriff nochmal um 2. Verteidigung nochmal, Spezialangriff und Spezialverteidigung auch. Das ist halt sehr gut. Gegen die beiden. Und da oben, weil das halt, ne, das hilft uns gerade sehr. Das hilft uns gerade sehr, sehr. Dass wir hier nochmal neue Stats bekommen. Und ich hoffentlich nochmal eine neue Attacke, die halt vielleicht ein bisschen effektiver ist gegen die beiden da. Nein, ich will noch nicht. Ich will mein Level-Up haben. Warum geht Floink da oben hin? Anstatt dass er einfach neben mir stehen bleibt. Mensch. Auf 10. Ja, neue Attacke. Okay, bitte was Gutes. Komm. Kratzer. Ah, nee. Drachen. Oh. Anstatt Energiefokus mache ich das weg. Ja, komm. Energiefokus mache ich weg. Drachenwut ist natürlich sehr schön, Alter. Drachenwut ist richtig gemacht. Immer 20 Damage oder 40? Oder ist es im Mystery Dungeon anders? Ich weiß es gar nicht. Ich mach mal kurz Statistiken. Kann ich bei Floink irgendwie... Teamfähigkeiten. Taktikwahl. Achso, okay. Schwäche. Ah. Kratzer, Drachenwut und so. Okay. Kann ich nachgucken hier. Fügt dem Gegner Schaden in der festgesetzten Höhe zu. Ja, die ist wie? Das wüsste ich halt ganz gerne. So, KP dürfen, glaube ich, jetzt voll sein. Ich hoffe. Jetzt funktioniert das mal. Und schon wieder diese ganze, oh, diese fette Cutscene, sag ich jetzt mal. Das ist halt anstrengend. Erstmal einen Schluck Kaffee nehmen. Und sonst so. Also nach dem Part gucke ich im Hauptmenü auf jeden Fall mal nach. Jo, wie sieht's aus? Kann ich da irgendwie
weiß nicht, die Textgeschwindigkeit umstellen. Ja, das ist halt, also Leute, das ist halt echt nervig. Gerade wenn Level-Ups oder so kommen, dass du echt langsam ist. So, ich glaube, ich mache die gleiche Taktik wie eben. Oder? Hab ich, was habe ich denn? Warte mal. Sehr geil. Oh. 30 Damage. Oh mein Gott. Ist ja mal übel geil. Oh. Schön, okay. Jetzt geht's auch. Jetzt komme ich hier gut klar. Mit 30 Damage. Eine Siedelbeere habe ich nicht, ne? Ne, da muss ich einmal nach dort gehen am besten. Oh, wir haben ihn. Okay. Puh. Endlich, Leute. Endlich haben wir die beiden besiegt. Und Itsuru kann gerade Level ab. Alles klar. Oh, vergesst es, ihr habt keine Chance. Wir werden auf jeden Fall verlieren. Streb, Oli, los geht's. Ey, Boss, bitte hör auf. Was? Boss, wir finden ihn nicht an. Bitte, hör auf damit. Ihr zwei! Was macht ihr denn hier? Habt ihr etwa... Na klar! Ihr habt mich an die beiden verpfiffen! Ihr seid die Einzigen, die in Frage kommen. Ihr wart das. Strepoli! Boss, hör auf mit dem Gaunereien. Das war das letzte Mal, verstanden? Was? Wir haben die Nase voll davon. Wir arbeiten gar nicht mehr, sondern drehen nur noch krumme Dinger. Wir wollen das nicht mehr mit ansehen. Früher warst du ganz anders. Du hast gearbeitet und warst immer freundlich. Aber jetzt... Ja, du bist einfach nicht mehr derselbe, Boss. Was? Was fällt euch ein? Wie setzt ihr euch mir etwa? Ja, wir haben keine Lust mehr auf Gaunereien. Bitte, Boss, wir flehen dich an. Können wir nicht wie früher ehrlicher Arbeit nachgehen? Und Spaß dabei haben? Ihr wollt wie früher zusammenarbeiten? Nur ausgerechnet ihr? Ihr wisst doch ganz genau, dass es unmöglich ist. Ja! Drehpulli! Bumm. Was? Was tust du denn da? Lass euch eins gesagt sein! Was vorbei ist, ist vorbei! Es gibt kein Zurück mehr! What the fuck? Was ist denn mit ihm los? Autsch. Seid ihr in Ordnung? Anscheinend ist irgendwas vorgefallen. Erzählt uns, was passiert ist. Ja, okay. Unser Boss, er war früher ein fähiger Baumeister. Seine Arbeit genoss einen ausgezeichneten Ruf. Wir waren so beeindruckt von seinem Können, dass wir zu ihm in die Lehre gingen. Die Arbeit mit dem Boss hat total viel Spaß gemacht. Aber eines Tages hat sich der Boss schwer im Rücken verletzt. Seitdem macht sein Körper nicht mehr ganz mit. Er konnte sich nicht mehr so bewegen wie früher und deswegen lief es mit der Arbeit schlecht. Er kam aus der Übung, mit seinem Können ging es rapide bergab. Aber dennoch, obwohl sein Geschick immer mehr nachließ, legte er sich bei allem, was er tat, voll ins Zeug. Er war stolz auf seine Arbeit. Aber dann ist die Sache passiert. Was für eine Sache? Wir bekamen den Auftrag für ein Pokémon hinauszubauen. Zu dem Zeitpunkt gingen unsere Aufträge schon sehr zurück. Also waren wir natürlich echt froh. Wir haben alles gegeben, um dieses Haus zu bauen. Als wir fertig waren, fing der Auftraggeber an, unsere Arbeit niederzumachen. Und dann zerstörte er das Haus vor unseren Augen. Wie bitte? Zuerst dachten wir, er hätte es getan, weil wir schlechte Arbeit geleistet haben. Dagegen hätten wir nichts sagen können. Aber das war nicht der Grund. Er wollte uns nur verspotten. Von Anfang an. Was? Verspotten? Er hat das Haus von vornherein nur bauen lassen, um es damit dann wieder zu zerstören. Er hatte auch nie vor, die Rechnung zu bezahlen. Er hat das Haus vom Boss als Schrotthaufen beschimpft. Und es zerschlagen, bis wirklich nur noch ein Haufen Schrott übrig war. Das war der Tag, an dem der Boss das Vertrauen in sich und seine Arbeit verlor. Er war völlig verzweifelt und hörte auf zu arbeiten. Schließlich fing er an, krumme Dinger zu drehen, so wie jetzt. Was für eine schreckliche Geschichte. Aber wenn ich das richtig verstehe, hat dieses Pokémon das Haus nur bauen lassen, um sich einen Spaß mit euch zu machen. Richtig? Und es hatte absolut nichts mit der Qualität eurer Arbeit zu tun, oder? Es besteht also gar kein Grund für Strepoli, an sich selbst zu zweifeln, nicht wahr? Genau, das haben wir ihm auch gesagt. Aber er hörte einfach nicht auf uns. Den Boss hat es sehr getroffen,
dass er sein handwerkliches Geschick nachgelassen hat. Und dann auch noch zusehen zu müssen, wie sein Bauwerk, in das er sein Herzblut steckte, mutwillig zerstört wird. Kein Wunder, dass er sein Selbstvertrauen verloren hat, nachdem er das mit ansehen musste. Trotzdem, deswegen andere zu betrügen ist falsch. Wir wollen, dass der Boss damit aufhört. Wir dachten, euer Auftrag sei eine gute Gelegenheit, ihn dazu zu bringen. Deswegen haben wir auch die Wahrheit über Zurukex erzählt. Aber letztendlich wird sich der Boss wohl doch nicht mehr ändern, oder? Wir möchten so gern wieder richtig mit ihm zusammenarbeiten. Wir wollen, dass er wieder ganz der Alte wird. Jemand, der Spaß in seiner Arbeit hat. Doki, denkst du dasselbe wie ich? Ja. Wir haben uns entschieden. Wir werden Strepoli trotz allem bitten, unser Haus zu bauen. Was? Was? Obwohl er so viel zu euch war? Warum? Unsere Entscheidung steht fest. Niemand anders als Strepoli soll unser Haus bauen. Wir möchten ein Haus, in das ihr noch einmal euer ganzes Können und Herzblut steckt. Strepoli ist dort entlang gegangen. Wir werden ihn fragen, ob er mitmacht. Selbst wenn er Nein sagt. Fragen kostet nichts. Ja, danke. Vielen Dank. Lasst uns alle zusammengehen. Auf zu Strepoli. Alles klar. Ja, paar Überlänge. Ah, alles klar, perfekt. Gut, Leute. Ich möchte mir angewöhnen, nicht mehr sofort zu speichern, weil es sein kann, dass die Aufnahme oder so abkackt oder so. Deswegen, yo, mache ich jetzt hier die Abmoderation. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein!